Und jetzt kommen wieder irgendwelche Leute an und sagen, oh, Blackie, ich habe den schon geopfert für drei Leben und dadurch das Spiel gewonnen. Nee. Nee. So, Leute, wie angekündigt, Hammer Time. Wir schauen uns das Deck Hammer Time an. Hammer Time, großartig. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es in der Radio Ravnica Liga gespielt. Ich habe es eins bei FNM Slang gespielt. Und wirklich ein geiles Deck. Im Legacy macht das Deck richtig Spaß. Und ich muss sagen, am Ende des Tages finde ich es ein bisschen schade, dass ich demnächst nicht mehr spielen kann oder werde. Aber wenn ihr die Chance habt, spielt es mal, probiert es aus. Es ist wirklich, wirklich cool. Hammer Time ist ein ausrüstungsbasierendes Artefakt-Deck, was auf einen Hammer basiert. Also warten wir mit den Kreaturen. Wir haben vier Stoneforge Mystics. Stoneforge Mystic sucht uns Ausrüstung aus dem Deck. Gerade weil ich ja schon gesagt habe, wir sind hammerzentriert. Weil das Deck einfach der Hammer ist, müssen wir halt mal schauen, dass wir den auch aus dem Deck suchen können. Das können wir mit Stoneforge Mystic, zwar mal eine 1-2, wenn der Spielfeld kommt, durchsuchen wir unser Deck nach einer Ausrüstung, zum Beispiel den Hammer, und nehmen den auf die Hand. Für zwei Mana können wir eine Ausrüstung aus unserer Hand ins Spiel bringen. Auch das sehr, sehr cool. Dann haben wir als weitere Kreatur mit Ausrüstung Affinität, Pure Steel Paladin. 2-2, immer wenn ein Equipment oder eine Ausrüstung unter unsere tollen Spiel kommt, ziehen wir eine Karte. Und wenn wir Metalcraft haben, also drei Artefakte, was wir sehr oft haben, by the way, Spoiler, dann kostet Equipment 0. Und das können wir dann halt wirklich cool benutzen, wenn unsere Equipments hohe Ausrüstungskosten haben. Dann Modern Horizons 2 lässt grüßen. Esper Sentinel, 1-1-1. Wenn der Gegner seinen ersten Zauber pro Runde spielt, Non-Creature, muss er ein Mana mehr bezahlen oder wir dürfen eine Karte ziehen. Beziehungsweise er muss so viel Mana mehr bezahlen, wie wir Angriffsstärke haben. Was im Normalfall eins ist. Aber ja, das funktioniert. Dann als One-Off haben wir noch eine Gingerbrood. 1-1-1 mit Eile und kann nicht geblockt werden, außer mit Kreatur mit Eile, wenn wir ein Mana bezahlen. Und wir können das für 2 Mana tappen, opfern, 3 Leben zu bekommen. Niemand ist die Gingerbrood. Niemand. Und jetzt kommen wieder irgendwelche Leute an und sagen, oh, Blackie, ich habe den schon geopfert für 3 Leben und dadurch das Spiel gewonnen. Nee. Nee, also da muss ich halt sagen, das ist im Endeffekt ist es auch nur wichtig, dass er ein Mana kostet, weil, Spoiler, wir spielen Ursachsaga. Und da ist es halt wichtig, dass wir den raussuchen können. Gerade als Eile-Kreatur, sehr gut. Weitere Kreaturen, die wir haben, ich spiele 3 Ornithopter. 0-2 fliegt. Wenn ihr das Deck nachbaut, wenn ihr das Deck spielt, spielt bitte 4. Ich spiele 61 Karten und die nächsten 2 Karten, die ich spiele, sind ein bisschen Spaß, sag ich mal. Die sind nicht schlecht. Also sie haben auch schon Spiele gemacht. Aber die Ornithopter sind die sichere Wahl. Und ja, macht das einfach mal. Spielt die Ornithopter, bitte. Die sind besser in diesem Slot. Aber ich bin halt manchmal so ein kleiner Troll. Und ich liebe Rograk, Son of Rogar. Und es ist ein 0-1 First Strike, Menace, Trample, Partner, Legendary, Kobold, Warrior. Was gibt's da nicht zu mögen? Der ist schlechter als ein Ornithopter. Weil er kann nicht fliegen, er hat das Problem, dass er kein Artefakt ist und er kann mit Karkas gebounced werden. Und Karkas ist eine Karte im Format. Ich finde ihn aber geil und ich liebe es einfach, quer durch den Local Game Store Rogar, Son of Rogar zu brüllen, während ich ihn spiele. Und alle sich umdrehen denken, was ist denn bei dem falsch? Ich find's geil. Ich mag's wirklich. Und deshalb sage ich halt immer wieder, ich mag die Karte, ich spiele die Karte sehr gerne. Wenn ihr das Deck nachbaut, spielt einen Ornithopter dafür. Oder probiert mal Rograk, Son of Rogar aus. Vielleicht gefällt er euch genauso wie mir. Aber grundsätzlich ist er ein bisschen schlechter. Und dann habt ihr auch wieder 60 Karten im Deck, was das Deck wieder stabiler macht und besser durchläuft und so weiter und so fort. Das waren die Kreaturen. Wir haben noch eine Menge Nicht-Ausrüstungen drin. Die würde ich euch zuerst gerne zeigen. Gucken wir uns die Nicht-Ausrüstung mal gerade an. Und zwar fangen wir an mit dem Tutor. Geschenk des Stahlformers. Ja, in Deutsch. In Deutsch kosten sie die Hälfte von den Englischen. Das ist Wahnsinn. Und manchmal muss ich halt doch dann auf den Preis achten. Ein Mana Hexerei. Wir können unser Deck dann ausrüsten und suchen sie auf die Hand nehmen. Ist ein Tutor, ist ein guter Tutor. Und kann man einfach mal schön benutzen. Ebenfalls als Tutor 2 Enleide-Tutor. Ein Mana würde ich suchen und Deck nach einem Artefakt oder einem Enchantment und legen sie oben aufs Deck. Enchantment haben wir 1 drin, beziehungsweise theoretisch 2. Ausrüstung haben wir eine Menge drin, aber damit können wir uns auch zum Beispiel einen Ornithopter oben drauflegen oder eine Gingerbrood oder ähnliches. Auch in der Upkeep vor dem Draw ist ganz mächtig, da was rauchen suchen zu können. Und jetzt fangen wir an mit dem Hammer Time. Die erste Karte, Sigardas Hilfe. Auch hier Deutsch war so viel günstiger.
ein Mana-Enchantment. Wenn eine Aura oder eine Ausrüstungskarte gespielt wird, können wir die spielen, als ob die Flash-Hatter, also aufblitzen. Also jederzeit wie ein Spontanzauber. Und Ausrüstungen, die unserer Kontrolle ins Spiel kommen, werden direkt ausgerüstet. Das ist super, super, super wichtig. Für den Hammer. Und dann kommen wir zu den Ausrüstungen auch schon. Wichtig, Sigardas Aid können wir uns auch oben drauflegen mit Enlighted Tutor. Das ist super wichtig. Und dann kommen wir zu den Ausrüstungen. Da starten wir natürlich mit dem Hammer. Den Hammer spielen wir viermal. Hammer, Kolossus, Hammer, um genau zu sein. Ein Mana Ausrüstung, die ausgerüstete Kreatur kriegt +10/+10, verliert fliegend und für Quippen für 8 Mana. Wir haben halt Möglichkeiten mit Sigardas Aid oder auch mit dem Pure Steel Paladin, die Ausrüstungskosten runter zu treiben, um Ausrüstung drauf zu bekommen. Wenn man dann so einen Ornithopter angreifen lässt, der Gegner blockt nicht, man schmeißt einen Hammer da drauf, 10 ins Gesicht, nächste Runde haut man nochmal für 10 zu, ist das Spiel meistens Ende. Wichtig, er verliert fliegend. Das ist relevant für den Ornithopter. Nicht für Rogak, Son of Rogar. Für den ist das nicht so relevant. Aber für den Ornithopter. Hier sehr, sehr cool, weil auch zwei davon kann man Liefel machen. Ich habe auch schon mit dem Ornithopter einen Emrakul geblockt, zwei Hämmer gespielt, ausgerüstet und halt, naja, mit einem 2022 Ornithopter einen Emrakul kaputt geschlagen. Das war ein Sieg auf ganzer Linie für mich. Ein weiterer Hammer, den wir drin spielen, ist Hammer von Nazan. 4 Mana Ausrüstung, wenn der ins Spielfeld kommt oder eine andere Ausrüstung ins Spiel kommt, können wir die automatisch an der Kreatur ausrüsten. Also eine Sigardas Aid, also Sigardas Hilfe. Zusätzlich kriegt die ausgerüstete Kreatur +2/+0 und hat Unzerstörbarkeit. Sehr, sehr mächtig, gerade auf so Kleinigkeiten drauf zu haben, wie auf ihm oder so, der immer wieder 2 Schaden schießt. Sehr gut. Dann spiele ich 2 Nettlesist. Ich habe oftmals das Problem, dass ich nicht zwar einen Hit reinbekomme, aber den zweiten Hit nicht reinbekomme. Und Nettlesist hilft mir, konstant Kreaturen rauszusuchen. Ich kann mit einer Stoneforge eine Kreatur raussuchen. Ich kann mit einem Geschenk des Stahlformers eine Kreatur raussuchen. Und das macht es so mächtig, diese Karte zu spielen, dass ich sagen muss, das ist eine Karte, die muss man zweimal im Deck haben, meiner Meinung nach. Da führt halt nicht viel dran vorbei. Die ist wirklich gut. Dann Sword of Fire and Ice. 3 Mana Ausrüstung kriegt +2/+2, Schutz vor Rot, Schutz vor Blau. Wenn die Spieler im Gegnerkampf, wenn die ausgerüstete Kreatur im Gegner Schaden zufügt, dann darf man eben 2 Schaden schießen und eine Karte ziehen. Mächtige Karte, altbekannt, sehr, sehr, sehr gut. Eine weitere Ausrüstung ist der Shadow Spear, 1 Mana Equipment. Die ausgerüstete Kreatur kriegt +1/+1 und Lifelink und Trampel und gegnerische Kreaturen verlieren Hexproof und Zerstörbarkeit. Das passiert eigentlich fast nie. Und für 2 Mana können wir das Ding equippen. Wichtig hierbei, es ist halt eine Ausrüstung, die Trampel gibt, die man raussuchen kann. Auch hier, wie gesagt, wir spielen Ursas Saga, ist altbekannt, ist eine sehr gute Karte dafür. Und so ein Hammer ohne Trampel ist halt auch nicht so geil. Ein Hammer mit Trampel ist schon ziemlich geil. Dann ein Paradiesmantel. 0 Mana Artefakt, wir können eine Kreatur ausrüsten. Bei Ausrüstung können wir tappen, also die ausgerüstete Kreatur tappen und Mana blieb auf Farbe bekommen. Das ist ziemlich mächtig, wenn wir einfach mal ein bisschen Mana machen wollen. Wir haben sehr viele Utility-Kreaturen, die wir so benutzen können, um Mana zu machen. Und hin und wieder mal macht es einfach Sinn, einen 0-Mana-Artefakt zu haben. Und dann warum nicht den Paradiesmann? Dann haben wir noch eine Retro für der Foundry. Die ist für Control-Matchups da, damit man auch so kleine Top-Down machen kann, Infinite-Kreaturen produzieren kann. Und ein weiterer Grund, warum man Ornithopter spielt, statt Rogak, Son of Rogar. Weil Ornithopter kann man halt auch in der ersten Runde mal zum 4-4er machen und den zum Sieg reiten. Das habe ich im Ninja schon oft genug bewiesen. Das funktioniert auch sehr gut. Und dann 4 Moxopale, 4 Mana, tappen, Mana blieb auf Farbe. Können wir nur machen, wenn wir 3 Artefakte kontrollieren. Das haben wir eigentlich immer. Und ja, das sind die Artefakte und Ausrüstung. Es sind nicht so viele, aber dafür hauen sie rein, weil sie so Hammer sind. Gucken wir uns mal die Länder an. Weil das Deck spielt gar nicht so wenig Länder. Angefangen mit 4 Ursas Sagas. Ein Verzauberungsland, tappen für ein farbloses, im ersten Status der Saga-Status, so. Im zweiten Saga-Status können wir 0-0er Konstrukte machen, im dritten können wir uns Karten, Artefakt-Kreaturen oder Artefakt-Karten mit Mana-Kosten von 1 oder 0 raussuchen. Hierbei ist es halt super interessant, wir können halt den Colossus Hammer raussuchen, wir können Moxopal raussuchen, Retrofitter, Paradiesmantel, Shadowspear und eben auch zum Beispiel Ornithopter und Gingerbrood, die halt sehr, sehr mächtig sind und gerade mit verschiedenen Kreaturen, verschiedenen Engeln angreifen können. Sehr, sehr gute Karte. Plus im Sideboard haben wir noch ein paar Targets. Das ist eine richtig gute Karte für das Deck. Dann spielen wir ein paar Ebenen. 3, 4.
Ich weiß nicht, warum ich hier eine Snowcover drin habe und der Rest ist Plains. Ich vermute mal, ich habe es vergeigt beim Deckboard zusammenbauen. Es sind vier Ebenen. Es sind einfach nur vier Ebenen. Dazu noch vier Ancient Dents. Logischerweise ist ein Artefakt-Deck. Wir spielen die Artefakt-Länder. Tappen für ein farbloses. Sehr, sehr mächtig. Dann zwei Karakas, weil Karakas bounced Legendaries und macht weißes Mana. Super mächtig. Auch da können wir Rogak, Son of Rogar mit beschützen. Was keinen Sinn ergibt, weil kein Ilo und nichts. Also, ja. Dann ein Ei Ganyo. Dieses zwei Karakas, ein Ei Ganyo, hat sich ziemlich hart in meinen Decks durchgesetzt, muss ich mittlerweile sagen. Wir hatten ja neulich das Initiative-Deck und da war das genauso. Tappen für ein weißes oder wir können es der Hand abwerfen für drei Mana und können eine angreifende oder blockende Kreatur vier Schaden schießen. Oder wenn wir Legendaries kontrollieren, wird es ein farbloses Wesen. Zum Beispiel Rogak, Son of Rogar. Ihr merkt schon, ich liebe es, das zu sagen. Es tut mir leid. Dann spiele ich noch drei Wastelands. Es gibt Decks, die spielen in diesem Slot lieber einen Blinkmotten-Nexus. Ein Inkmotten-Nexus für Infect und noch eine fliegende Kreatur und sonst was. Ich habe Wasteland lieben gelernt. Ich finde Wasteland einfach stark. Und ich würde im Deck auch mal Wasteland spielen. Weil es gibt so viele Sachen, die uns stören, so ein Maze of If oder ähnliches, die wir damit auch so aushebeln können, die wir brauchen, wo wir einfach müssen zerstören können, wo wir, ja, gutes Deutsch, Blacky, gutes Deutsch, müssen zerstören können, ja, Gegner zerstören können, Hammer, intelligent. Wo wir einfach versuchen müssen, dem Gegner die Länder zu zerstören, um durchzukommen. Und deswegen Wastelands, immer Wastelands. Gut, soviel zur Mana-Basis, zur Artefakt-Ausrüstungsbasis, zur Non-Artefakt-Ausrüstungsbasis und zu den Kreaturen. Gucken wir uns mal das Sideboard an, bevor wir in den Deck-Talk gehen. Im Sideboard habe ich schon gesagt, wir haben auch ein Mana-Artefakt, die wir raussuchen können. Pithinil. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, können wir uns eine Karte auswählen. Aktivierte Fähigkeiten in dieser Karte, außer Mana-Abilities, können nicht benutzt werden. Kann man Needle raussuchen, kann man gegnerische Ursas Sagas mit ansagen oder auch Planeswalker oder sonstige Sachen. Sehr, sehr gut. Dann ein Gravediggers Cage. Wir haben nichts, was aus dem Friedhof wiederkommt. Uns kann es egal sein, den Gegner nicht. Warum nicht nehmen? Karten können aus dem Friedhof nicht gecastet werden oder gespielt werden und Kreaturen können daraus nicht entern. Sehr gut. Aber auch nicht aus dem Deck. Das ist relativ wichtig für Ursas Saga und Gingerbrood. Das ist so die einzige Interaktion, die da ein bisschen Probleme macht. Dann ein weiterer Friedhofs Hate. Vier Leyline of the Void. Logischerweise, wir brauchen irgendeine Art von Leyline-Hate und wir brauchen irgendeine Art von Graveshot-Hate und die Leyline macht halt alles, was wir haben wollen. Gegnerische Friedhof können nicht benutzt werden, wenn wir es auf der Shutdown haben, können wir es einfach spielen. Dann habe ich noch viermal eine meiner Lieblingskarten, Mana Tithe. Jetzt werden mich viele für bekloppt halten. Mana Tithe ist eine geile Karte. Ein Mana, Instant und wir counter ein Spell, ist deine Wäschezeit ein Mana mehr. Ich liebe diese Karte, ich behalte jede Starthand, auf die diese Karte drauf ist. Es ist großartig, niemand rechnet damit. Es ist einfach nur geil. Die Karte ist der Wahnsinn. Keiner rechnet damit. Und ja. Solange die Gegner nicht damit rechnen, dann spiele ich sie. Wenn die Gegner irgendwann damit rechnen, dass ich sie habe, werde ich dafür was anderes drin spielen. Dann ein Seal of Cleansing. Zwei Mana Ausrüstung, zwei Mana Verzauberung. Wir können ihn opfern, um ein Artefakt oder ein Enchantment zu zerstören. Gerade für sowas wie Null Rod oder ähnliches, was uns wirklich aus dem Spiel nimmt, ist es super wichtig, was zu haben, was wir da liegen lassen können, um einfach die Null Rod zu zerstören. Sehr, sehr wichtige Karte oder ein Blood Moon oder ähnliches. Dann ein March of the Otherworldly Light, ein weißes und X. Wir als Switch-Kosten können wir weiße Karten abwerfen, für jede weiße Karte, die wir exilen, kostet das Ding zwei Mana weniger. Und wir exilen ein Artefakt, eine Kreatur oder ein Charm mit Mana-Kosten von X oder weniger. Auch hier sehr mächtige Karte, um Enslaving Bridge loszuwerden und ähnliches. Und drei Swords to Plowshares, ein Mana exilieren wir eine Kreatur, der Beherrscher kriegt einen Lebenspunkt mit der Stärke. Auch hier, wir müssen andere Kreaturen loswerden, Blocker loswerden und können dann schauen, dass wir damit gewinnen. Manchmal braucht man einfach den Removal. So für so ein Sideboard. Gehen wir mal in den Deck Talk. Auf den Deck Talk freue ich mich besonders und deshalb gucken wir uns den Deck Talk mal an. Ich muss sagen, ich liebe dieses Deck. Ich finde es wirklich gut. Wir haben super, super coole Karten, die man sonst nicht spielt, wie Rogak, Son of Rogar und Gingerbrood. Großartig, auch Ornithopter, so eine schöne Kreaturenbasis. Ich mag jede einzelne dieser Kreaturen. Wir haben halt Möglichkeiten, mit Ursas-Saga die Sachen noch rauszusuchen. Gleichzeitig sucht Ursas-Saga uns eben auch Colossus Hammer raus und Zygarde's Aedlus, die automatisch ausrüsten. Und wir haben Equipments und Artefakte und Ursas-Saga kann alleine gewinnen. Und wir haben andere Sachen, die wir machen. Es ist so ein geiles Deck. Es macht so viel Spaß. Es ist flimsy. Es ist kein 100% stabiles Deck. Natürlich nicht, sonst wäre es Tier 1. Und so ein Meltdown kann euch halt hart vernichten. Deswegen spielt man manchmal Teferis Protection im Sideboard. Und naja, ich muss am Ende des Tages sagen, das Deck macht mega viel Spaß. Ich habe einmal 4-0, einmal 3-1 damit gespielt. Also in der Liga war ich 3-1, beim FNM war ich 4-0.
Es ist wirklich ein cooles Deck. Es macht wirklich Spaß. Und wenn ihr irgendwie was haben wollt an Modern, wo ihr dann ins Legacy einsteigen könnt, ihr habt das Deck rumliegen, probiert das mal. So viele Karten sind es gar nicht, die man ins Legacy transferieren muss. Und da kann ich euch nur empfehlen, das wirklich mal zu testen. Und Spaß damit zu haben. Den hoffe ich, hattet ihr auch bei dem Video. Wenn ja, könnt ihr dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben da lassen. Sagt mir eure Kommentare zu dem Deck, Fragen, sonstiges. Einfach unten in die Kommentare schreiben, kann ich euch darauf antworten. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.